Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Und ja, heute gibt es noch wieder eine S-Plus-Jagd. Das heißt, wir wollen mit Talon ein S oder, naja, so mindestens ein S-Plus wäre auch geil, ergaunern. Ich habe mir außerdem gedacht, wir wollen in diesem Game direkt mal testen, wie es ist, wenn man am Anfang kein Flash hat. Ich habe außerdem geflasht. Und ja, ich habe mal Dark Harvest mitgenommen. Ich denke nicht, dass Dark Harvest gut ist, aber es ist vielleicht lustig, ne? Und darauf kommt es ja an. Außerdem spielen wir gegen Malzahar, was ebenfalls sehr, sehr kacke ist. Und wie gesagt, wir haben kein Flash. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, wie das so Ganze läuft. Wir haben teammäßig, ja, ist hier einiges los. Na, Dark Harvest ist natürlich die Frage. Ich würde es auf Talon nicht empfehlen. Er hat auf jeden Fall übelst ein Kackstift in der Hose. Guckt ihr euch an. Der macht sich ja gleich ins Hemd. Ja, toll. Jetzt kommt sein Schild, aber ist okay. Na, so einfach geht es. Electricute hätte jetzt geprockt. Dark Harvest prockt aber auch. Von daher hätte ich jetzt Flash, wäre wahrscheinlich tot. Aber, ne, wir spielen es ja auf etwas schwerer. So, ohne Flash quasi. Im Jungle haben die Graves. Ist schon gefährlich. Müssen wir mal gucken, was das Ganze so hergibt. Wir müssen nur gucken, dass er sein Schild nicht kriegt. Das heißt, bevor er es gleich wieder kriegt, geben wir ihm eine W. Ganz kurz knapp davor. Na, jetzt am besten. Jetzt am besten. Na, meint. Dann krieg ich halt ein Schild. Wir können natürlich auch für einen Roam gehen. Ne? Vor allem jetzt, wo wir gegankt werden, könnte sich sowas anbieten. Das heißt, wir gehen hier lang. Naja. Naja. Dann haben wir ihm auch mal Dark Harvest gegeben. Jetzt müssen wir ihn natürlich pushen lassen. Wir können etwas Mana investieren, um uns zu heilen. Ne? Die Möglichkeit gibt's. Zack. Sollte nicht allzu viel sein, aber so ein bisschen ist auf jeden Fall drin. Und wir lassen ihn pushen. Das heißt, wir gehen ganz weit nach hinten, sodass er denkt, ja, ich kann hier schön... Naja, er hat keine Angst. Wenn du keine Angst hast, ist immer geil. Ich glaube, er will mich auch. Hat er Ignite? Er hat sogar Ignite. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt könnten wir gleich für einen Kill gehen. Ich glaube aber, wenn wir für den Kill gehen, sterben wir dabei. Ich würde das machen. Wobei, naja, eigentlich, Problem ist, wir wollen ja ein S oder ein S Plus haben. Ja, jetzt wäre er schon tot gewesen, Leute. RIP. Okay, jetzt wird es langsam eng. Ja, aber er hat Bock auf jeden Fall, das merkt man. Deswegen heilen wir uns möglichst, nehmen wir die Minions mit. Ich könnte, pass auf, wir machen den Ignitenden Wegläufer. Zack, da haben sogar Dark Harvest geprockt. Wunderschön. Vorteil natürlich, ganz klar muss man sagen, dadurch, dass wir so früh geflasht sind, haben wir gleich wieder Flash ready. Ist das geil. So, wir können ja mal gucken, Botlane könnten wir pushen, beziehungsweise ganken. Na, die müssten mal so ein bisschen, ich meine, Leona ist immer schwer zu töten. Sephir ist auch nicht so geil, aber es geht. Es geht. Problem auf Talon, jetzt müssen wir mal reflektieren. Wie kriegt man auf Talon ein S? Grundsätzlich kommt es auf den Durchschnittstalon-Spieler an und der Durchschnittstalon-Spieler hat viele Kills. Das heißt, wir brauchen viele Kills. Der Durchschnittstalon-Spieler hat aber auch viele Tode und wenig Farm. Das Beste ist, wenn wir viele Kills haben, aber vor allem viel Farm und wenig Tode. Na, ich meine, das ist so, was du immer willst, ne? Aber, na, guck mal an. Hier, guck mal. Da. Ist das lecker, Leute? Ist das lecker? Ich sag, das ist lecker. Also, das schmeckt so lecker. Ich bin fast verleitet, es gleich nochmal zu probieren. Schön. Richtig schön. Für alle Leute, die übrigens fragen wegen Runen. Also, ich habe Celerity mit. Ich würde es jetzt, weiß ich nicht, ob ich es empfehlen würde. Das Ding ist, man hat nicht so viele Alternativen. Man könnte mit absoluter Fokus spielen, das ist okay. Ja, Malzahar ist natürlich immer so ein bisschen nervig mit seiner Ult. Wir könnten gucken, ob wir vielleicht eine QSS kaufen oder ob man einfach auf ihn scheißt. So. Jetzt können wir direkt wieder für den Roam gehen. Wir haben durchgepusht, laufen einfach direkt wieder runter. Wir können trotzdem mal hier so ein Control Ward stellen. Wir könnten hier rüber gehen. Aber er ist halt nah unterm Turm. Werden wir gebindet, ist das Thema durch. Deswegen lieber mal nicht. So, wieder durchpushen. Roman, das übliche Thema. Jetzt gehen wir direkt runter. Das sieht lecker aus. Das sehe ich mich. Wo ist denn die? Die war doch gerade noch hier. Ah, da ist sie. Verdammt. Nehmen wir ja direkt auch die Minions sofort mit. Und jetzt gehen wir wieder Mitte fahren. Es hat sich auch niemand beschwert, dass ich da vielleicht ein bisschen Geld mitgenommen habe. Hat ja keiner gesehen. Ja, wir sind da so ein bisschen sneaky. Greedy, 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 greedy. Aber no greed, no feed. No greed, no feed. So sieht das Ding nämlich aus. Sehr gut. Jetzt können wir nochmal hier durch. Na, am besten so, dass ich sie da hinten auch noch kriege. Na, wir wollen nicht sterben. So, 1400 Gold auf meinen Nacken. Übrigens, Tiamat, also ich bin absolut nicht Tiamat-Fan, ja. So, der kratzt hier an meinem Turm. Was soll das? Kurze Frage. Kurze Frage. Der wird jetzt gleich ulten. Deswegen laufen wir erstmal weg. Weil wir auch gerade gar keine Ult haben. So, wir haben wieder Ult. Es wäre mal cool, wenn wir den Boy da vielleicht töten. Wen müssen wir denn noch Top-Lane müssen wir töten? Atox. Bitte nicht, bitte kein Flash. Wenn ja. Okay. Ja, okay. Er hat den Braten gerochen. Beziehungsweise er hat den Kuchen gerochen. Den könnten wir töten. Machen wir auch. Later. Ja, und dann gehen wir mal wieder shoppen. Also, Kills könnte mehr sein. Farm müsste mehr sein.
Wir machen mal die Farmschuhe. Na, wir brauchen viel Farm. Alle Talonspieler sacken im Farm, nicht alle. Ein paar. Naja, ja, sie pinkt schon. Ich soll helfen. Ja, das ist okay. Das ist okay. Schön eingesammelt. Und jetzt rennen wir wieder die Mitte runter. Und jetzt müsste sie halt was machen. Perfekt. Perfekt. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ja, ne? Ich wollte den eh nicht haben. Also, ich farm lieber, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass er Lust hat. Ich weiß, ich sehe es in seinen lilanen Augen. Du hast doch Lust. Hier, Schild ist abgebrochen. Later. Ja, sag mal. Ja! Nun gut. Dark Harvest. 400. Also ich würde sagen, Dark Harvest lohnt nicht, Leute. Wirklich nicht. Also ich meine, ja, ich habe jetzt halt nicht so viel getradet, muss man halt sagen. Aber ich würde wirklich sagen, Dark Harvest ist nicht worth. Das ist ein bisschen greedy, aber manchmal muss man auch für die Greed Plays gehen. Guten Tag. So, gehen wir mal, wir haben Draktablet endlich fertig. Da wird wieder ein Kill gemacht. Er ist auf jeden Fall tot. So, Draktablet, I like. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich bin unterwegs, aber links habe ich noch keine Ult. Aber ich bin unterwegs. Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah, guten Tag. Oh ja, yeah, guten Tag. Alter, dieser Spa-Thing. Yep. Yep. Bisschen viel los, würde ich sagen. Yep. Ich bin ein Ninja. Ich bin ein Ninja. Later. Nice Flash. Later. Ihr werdet mich niemals kriegen. Ein Ninja aus Ninja Gakure. Vom vernebelten, verdingsten, verschwundenen Tanktop. So. Da ist wieder Zephyr. Ich weiß nicht. Ich würde das machen. Aber. Ja. Das ist okay. Ja, 8-1. Das ist mein Farm, bitte. Danke. Ja. Autsch, 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 autsch. Die Leona ist halt richtig wild. Ich glaube, die Leona ist lesbisch. Und deswegen verteidigt sie Sivir so hart. Ich glaube, so kann man es wirklich sagen. Wir haben ein paar Pots noch, aber wir müssen uns heilen mit Q. Das ist das Einzige, was wir machen können. Und farmen. Heilen und farmen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Wenn gleich die ganze Rasselbande hier ankommt, dann wird es nämlich eng. Da oben ist Dominatione. Ich würde mich da sehen. Zephyr. Ja, 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 ja. Later. Man kennt's. Man kennt's. Ah, und das war's, Leute. 9-1-2, 154 Farm. Werden wir mal sehen, was es wird. Jetzt nur nicht sterben, Alter. Ja, war eine ganz lustige Runde. War natürlich jetzt nicht extrem spannend, aber ich fand's trotzdem angenehm. Ich würde sagen, ja, gucken wir mal, was das so ergibt, ne? Ja, ich hatte Teammates. Er ist cool geblieben, muss man echt sagen. Ja, also ich war schon ein bisschen am Farm bei ihm. Ne, ich bin Ehrenmann. Ich gebe dann auch gerne mal so ein Honor zurück. Wir haben bekommen ein... Was? Ein Ab... Was? Ein A-Plus? Was? Ja, okay, wir haben einen A-Plus bekommen. Ne? 9-1-2-154-Fragen. Klar, fahren mit dem Enkel. What? Ja, okay. Ja, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen. Und haut rein. Bis dann.